Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf YouTube. Ich möchte heute über Pfeifen aus Deutschland sprechen. Allerdings nicht über die großen Namen wie jetzt Rainer Barbie, Frank Axmacher, Axel Reichert, Werner Mummert, Roger Wallenstein und wie sie alle heißen, also die großen renommierten Pfeifenmacher, sondern über eher die, ich sage mal, etwas unbekannteren Namen. Nicht unbedingt hier auf YouTube, da wurden sie schon öfters erwähnt, durch den Ralf, Dieter Nürmann und auch durch den Yogi, also die üblichen Verdächtigen. Aber so, ich sag mal, in der Pfeifenszene sind das eher Namen, die nicht ganz so häufig auftreten und die man jetzt auch nicht in Büchern liest, was nichts Negatives ist. Also unbekannt bedeutet nicht gleichzeitig schlecht. Ich möchte auch noch dazu anmerken, meiner Meinung nach bringt es nicht allzu viel, hier auf YouTube jetzt seine neueste Rainer Barbie, wenn man sie denn hätte. Ich habe keine, ich kann sie mir einfach schlicht und ergreifend nicht leisten bei den Preisen. Frank Axmacher oder Axel Reichert vorzustellen. Bei Pfeifen dieser Preisklasse geht man einfach davon aus, dass die aus einem guten Holz sind, dass sie sauber verarbeitet sind und gute Raucheigenschaften haben. Und das Ganze ist dann mehr ein mein Haus, mein Auto, meine Pfeife statt einem Review, was ja dem Interessierten tatsächlich was bringt. Gut, fangen wir mal an mit einem Pfeifenmacher, der sich gar nicht Pfeifenmacher nennt, sondern Pfeifenmanufaktur, mit Anton Manger. Anton Manger ist eine kleine Besonderheit, weil er vertreibt seine Pfeifen ausschließlich über eBay. Dort stellt er jede Woche 15 bis 20 Pfeifen rein. Das ist dann schon deutlich mehr als der Normalpfeifenmacher produziert. Deshalb passt Pfeifenfabrik, glaube ich, auch ganz gut. Die Pfeifen sind alle, sagen wir mal, keine Freehands, aber handgefertigt. Sprich, Drehmaschine und dann handbearbeitet. Also keine Kopierfräse oder sowas, das sind eigentlich alles Unikate. Und sie sind, ich sage mal, im Normalfall von einer guten Verarbeitungsqualität. Die Pfeifen werden ausschließlich als Auktion verkauft, nicht zum Festpreis, was das Preisgefüge natürlich sehr, sehr variabel macht. Im Normalfall, sage ich mal, liegt der Preisbereich so zwischen 10 und 60 Euro. Also durchaus im unteren Preisbereich und damit meiner Meinung nach, es gibt noch einen anderen Grund, da komme ich später zu, sehr für Anfänger geeignet. Ich fange mal mit einer untypischen Pfeife an, das war nämlich die erste Anton Manger, die ich mir ersteigert habe. Untypisch deshalb, weil sie ist relativ klein, sie ist sehr leicht, sie ist ziemlich dünnwandig und sie ist ohne Filter. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht aus dem Club der Weicheier wieder rausgeworfen. Das war meine erste ohne Filterpfeife, nicht meine letzte. Es gibt durchaus Tabaksorten, die ich gerne ohne Filter rauche. Diese Pfeife ist reserviert für Dunhill Mixture 965, ein Latakia Mischung, die sehr cremig, sehr weich ist und wunderbar sich dazu eignet, ohne Filter geraucht zu werden. Der Preis dieser Pfeife, da schäme ich mich ja fast schon, der ist sensationell gewesen, 12,50 Euro. Es ist dazu zu sagen, sie hat hier einen kleinen Verarbeitungsmängel gehabt zwischen Holm und Mundstück. Das war also schon mit einem bisschen größeren Spalt versehen. Man sieht es auch hier, es ist so ein kleines bisschen asymmetrisch. Der Rauchkanal. Das Nacharbeiten war ja, keine große Arbeit. Das sitzt jetzt sauber und für 12,50 kann man da nicht meckern. Sie raucht sich sehr, sehr gut. Anton Manger verwendet scheint es eine sehr einfache Einrauchpaste. Ich nehme mal an, nur Wasserglas und Aktivkohle. Also geschmacksneutral. Sie hat ein sehr, sehr schmales Mundstück und ja, ist eigentlich eine feine kleine Pfeife. So für den alltäglichen Gebrauch. Zu einem super Preis. Da ich jetzt im Großen und Ganzen davon sehr positiv angetan war, habe ich mal irgendwann an einem Wochenende gleich drei Pfeifen von ihm ersteigert. Ja, weil ich alle drei schön fand und man konnte auch Versandkosten damit sparen.
Das eine Exemplar, das ist wirklich dann schon eine richtig typische Anton-Manga-Pfeife, so wie man sie sich vorstellt, nämlich insgesamt etwas robuster gehalten. Ich sage mal ein, ja wirklich klassische Handwerkskunst, keine großartige Eleganz. Ich finde aber hier durchaus ein interessantes Shape mit der kleinen Biegung. Sie ist rustiziert. Dazu ist zu sagen, Anton Manga kittet nicht. Wenn er irgendwo ein Holz hat, was nicht so ist, rustiziert er entweder komplett oder teilweise. Man findet aber keine Kittstellen bei ihm. Das finde ich sehr sympathisch. Mir ist es nämlich lieber, wenn irgendwo eine Teilfläche oder die ganze Pfeife rustiziert ist, als wenn nach einem halben Jahr die Kittstellen anfangen zu blühen. Das Mundstück ist aus Acryl, schön verschafft, das ist eine 9mm Pfeife, eine kleine Applikation drin. Ist eine Pfeife, die sich auch wunderbar rauchen lässt. Und war so, ich glaube, mit 25 Euro wirklich ein Schnäppchen. Sehr schön dickwandig, das ist der zweite Grund, warum ich Anton Manga Pfeifen für sehr Anfänger geeignet halte. Die meisten sind nämlich sehr dickwandig von ihm. Und einfach nur eine Empfehlung. Die nächste Pfeife aus dieser Lieferung, das ist schon ein anderes Exemplar, die ist nämlich glatt. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, eine sehr, sehr schöne Maserung. Das hat man auch schon auf dem Bild gesehen und deshalb wollte ich die unbedingt haben. Die lag jetzt preislich irgendwo so bei 35 Euro. Ist auch sehr sauber verschafft, ein wunderbarer Übergang, ein handgedrechseltes Mundstück. Da ist eine kleine Asymmetrie drin, das passiert eben dabei. Wie gesagt, wir reden hier von einer Pfeife, die 35 Euro gekostet hat und nicht auf Holz hat. Sie hat ein mittleres Füllvolumen, trotz ihrer recht immensen Größe. Der einzige Haken an dieser Pfeife ist, sie ist sehr schwer. Sie wiegt um die 100 Gramm und dadurch absolut nicht geeignet, sie irgendwie freihändig zu rauchen. Aber ist ein Handschmeichler, liegt schön in der Hand und macht auch Spaß zu rauchen. Die dritte Pfeife von Anton Manga, die ich damals mitbestellt habe oder mit ersteigert habe, die lag irgendwo so bei 40 Euro, war ein sehr schönes Exemplar im hellen Holz mit einer rustizierten Seite. Da war leider ein sehr großer Spalt zwischen Holm und Mundstück vorhanden. Und ja, das war für mich nicht so ganz akzeptabel. Ich habe sie dann zurückgeschickt und dazu muss man sagen, er macht nicht nur gute Pfeifen, wenn auch manchmal vielleicht die Endqualitätskontrolle nicht hundertprozentig ist. Sondern er ist auch als Kaufmann absolut seriös. Ich habe innerhalb von 4 Tagen mein Geld zurückgehabt. Das ging alles rucki-zucki und ja, auch von der Abwicklung her top zufrieden. Und der eBay unter dem Namen Doppeltopper zu finden. Und ich finde schon eine Empfehlung, sollte man mal reingucken, wenn man noch keine hat. Ein Anton Manga sollte eigentlich in der Sammlung drin sein. Man macht kein Geld kaputt und hat meistens wirklich eine sehr, sehr schöne Pfeife für einen vernünftigen Preis. Gut, kommen wir zum nächsten und das ist Peter Lehmann. Peter Lehmann ist hier auf YouTube schon sehr häufig besprochen worden, auch ich sag mal so von allen Bekannten. Und auf YouTube hat er auch eine sehr, sehr positive Resonanz. Das ist nicht überall im Internet so, in Foren und ich sage mal auch so unter Pfeifenmachern, zumindest unter denen, die ich kenne, da sind schon ein paar bekanntere Namen dabei, wird er sehr häufig verrissen. Ich habe dann aber das Video gesehen vom Ralf, wo er seine Olivenholzpfeife vorgestellt hat, die er sich hat bei Peter Lehmann fertigen lassen, nach seinen Vorstellungen. Und ich wollte schon lange eine Olivenholzpfeife haben, weil ich einfach dieses Holz wunderschön finde. Und mir gefiel auch die Pfeife. Gut, die blaue Applikation, die war nicht ganz so mein Geschmack. Da wollte ich lieber was Rotes haben. Ich wollte auch nicht ganz so ein langes Mundstück haben. Eigentlich eine klassische Band, so eine Halfband. Und dann habe ich ihm Peter Lehmann angeschrieben, ihm das gesagt. Ich habe innerhalb von 3 Stunden einen Anruf gekriegt. Wir haben ein bisschen telefoniert über das Thema. Dann gingen noch 1-2 E-Mails rum. Und dann fing er an, meine Pfeife zu machen. Und nach ungefähr einer Woche kam dann auch ein Bild von der Pfeife in, ich sag mal, Rohform. Die hat mir gefallen und ich habe gesagt, ja, so möchte ich sie haben. So kann man sie jetzt fertig machen. Und innerhalb von 3-4 weiteren Tagen hatte ich dann die Pfeife im Haus. Ich muss jetzt sagen, ich war so ein bisschen erschrocken. Als ich die Pfeife ausgepackt habe, hat mir die Grundform eigentlich gut gefallen. Auch das Mundstück und die Applikation. Das war genauso, wie ich es wollte.
Als ich sie dann genauer angeguckt habe und angefasst habe, habe ich gemerkt, und das ist diese Pfeife, dass das hier sehr uneben war. Es gibt insgesamt, hier sieht man es, ja, man kann es sehen, sie ist so ein bisschen asymmetrisch. Ist eine Geschichte, bei Freehands passiert das, aber ich sage mal, bei einer klassischen Bend sollte man schon ein bisschen, finde ich, mehr auf Symmetrie achten. War für mich aber noch akzeptabel, oder es ist für mich akzeptabel, diese Asymmetrie. Was nicht akzeptabel war, war wie gesagt das Oberflächenfinish, das war sehr üblich und man hat also wirklich gemerkt, da hat jemand nicht ganz sauber gearbeitet. Das habe ich ihm dann auch geschrieben. Und dann war es ein bisschen unglücklich, er ist dann für ein paar Tage weggefahren und es gab dann so ein paar E-Mails, die nicht mehr ganz so angenehm waren wie der Erstkontakt, muss ich dazu sagen. Aber insgesamt haben wir uns dann so geeinigt, ich habe einen Teilbetrag zurückbekommen. Ich muss dazu sagen, diese Pfeife war schon im Preisniveau ja, im dreistelligen Bereich, also um die 100 Euro rum. Und habe dann einen Teil zurückbekommen. Habe die Pfeife nochmal hinschicken können. Er hat sich die angeschaut und dann gesagt, ja, hoppla, da habe ich tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich habe nach der Behandlung mit der Tellerscheibe, mit dem Tellerschleifer, die gleich poliert und keine Feinbehandlung mehr gemacht. Dass er das gleich zugegeben hat und das nachgearbeitet hat, das rechne ich ihm hoch an. Ich kann es allerdings nicht ganz verstehen, wie sowas passieren kann. Ich bin der Meinung, dann sollte man doch lieber seinen Kunden mal eine Woche länger warten lassen. Und dafür dann von vornherein eine saubere Arbeit abliefern. Also das fand ich jetzt nicht ganz so toll. Was ich auch nicht ganz so schön finde, ich bin kein Pfeifenmacher, aber ich habe Ahnung von Holzbearbeitung. Und wenn man das mal ansieht, und da habe ich extra so einen kleinen Obolus bezahlt, dass ich ein schönes Holz kriege. Diese dunklen Stellen, da geht die schöne Maserung des Olivenholz meiner Meinung nach noch etwas verloren. Und das sind Stellen, die eindeutig dadurch entstehen, dass man zu schnell schleift, das Holz zu heiß wird und dadurch nachdunkelt. Insgesamt muss ich sagen, die Pfeife hinterlässt bei mir immer noch ein zwiespältiges Gefühl von der Optik her. Sie fasst sich gut an. Sie raucht sich sehr gut, das muss man ganz klar sagen. Sie hat hervorragende Raucheigenschaften. Und gerade mit dem Virginia-Tabak kommt dieses bisschen Süßliche vom Olivenholz und das Virginia, die Virginia-Süße, das passt hervorragend zusammen. Also es macht eine Freude, diese Pfeife zu rauchen. Trotzdem würde ich mir keine Peter Lehmann-Pfeife mehr kaufen. Oder ich werde mir keine mehr kaufen. Ich bin da so ein bisschen eigen. Wenn ich da einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe, dann ist es schwierig, bei mir eine zweite Chance zu bekommen. Ich will jetzt kein grundsätzliches abraten. Dafür gibt es zu viele positive Meinungen über Peter Lehmann hier in der Community. Also ich möchte jetzt nicht grundsätzlich abraten, sich bei Peter Lehmann eine Pfeife machen zu lassen. Ich muss dazu sagen, er macht die grundsätzlich nur auf Bestellung. Also man kann sich ja jetzt nichts auswählen und kaufen. Aber man sollte sich im Klaren sein, dass es unter Umständen da auch mal durchaus ein bisschen Nachbearbeitungsbedarf und Diskussionsbedarf gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Preis bin ich dazu persönlich nicht bereit. Deshalb kann ich jetzt keine Empfehlung aussprechen. Vielleicht hat er auch wirklich nur einen schlechten Tag, eine schlechte Woche gehabt. Dann mag das bei jemand anders ganz anders sein. Von mir gibt es jetzt in dem Fall hier keine Empfehlung. Ja, das waren die ersten beiden. Ich wollte jetzt eigentlich noch einen dritten in diesem Video vorstellen, aber erstens hat die Zeit nicht mehr gereicht. Und zweitens wäre es auch gegenüber ihm etwas unfair gewesen, weil dann sowohl die Pfeifen als auch seine ganze Art verdienen ein eigenes Video. Und das werde ich jetzt gleich im Anschluss machen und auch gleich im Anschluss hier reinstellen. Würde mich freuen, wenn ihr das auch anguckt. Und ja, in dem Fall bis gleich. Tschüss.